grüß euch, ihr Lieben. Hier ist wieder euer Malle Max, direkt aus Mallorca. Und heute möchte ich euch einen weiteren Trainer von mir vorstellen, den Dr. Daygame. Und wenn ihr das Video gleich seht, dann seid nicht geschockt, euch wird etwas auffallen. Der ist Asiate. Also hier so ein Chinese, Japanese oder Pekinese oder wie die alle heißen. Aber was sagt man über die Asiaten? Die sind halt nicht besonders erfolgreich bei Frauen. Das ist wieder so einer von diesen Mythen, wie wenn du zu klein bist, bist du nicht erfolgreich bei Frauen. Ein Trainer, den ich sehr gut kannte, und vielleicht kennen ihn einige von euch auch von dem Interview, was ich mit ihm gemacht habe, DJ Fucci, auch Asiate, sagte mal zu mir auf Englisch, "Do you know how it is for Asian men? Not even Asian women want us. They want you." Also der hat sinngemäß gesagt, nicht einmal asiatische Frauen wollen asiatische Männer, sie wollen uns. Ja, es sei denn, sie leben selber irgendwie in Japan oder in Taiwan. Nichtsdestotrotz, wie ich immer wieder euch predige, man soll sich von seinen eigenen Limitationen oder irgendwie gesellschaftlichen Limitationen nicht einschränken lassen, sondern einfach das Beste daraus machen. Das hat der Dr. Daygame auch gemacht. Ja, er ist auch ziemlich streng aufgewachsen in der asiatischen Philosophie. Krieg erstmal einen Beruf, kümmere dich um deine Karriere, dann darfst du irgendwann eine Frau haben. Aber dann hat er irgendwann gesagt, scheiß drauf, ich ziehe jetzt mein Ding durch, und ist mega gut geworden. Und deswegen ist er jetzt auch ein Trainer von mir. Sein Spezialgebiet, Dr. Daygame, was könnte es sein? Richtig, Daygame. Also, hier ein kleiner Zusammenschnitt aus seinen Aktionen, die ihr tagsüber gemacht habt. Viel Spaß dabei, euer Maximilian. Black, black, black.